So, schon ist es wieder soweit. Wir haben das nächste Video am Start. In diesem Video soll es um das HUD gehen, das Head-Up-Display. Wir werden uns einen eigenen Controller schreiben, der sich um das Update von diesem Head-Up-Display kümmert. Wir werden erstmal nur ganz einfache Funktionalitäten einbauen, also so eine Art Debug-Funktion, wo ich dann irgendwelche Strings reinhängen kann. Und später werden wir das noch ein bisschen aufblasen mit, keine Ahnung, Höhenmesser, künstlicher Horizont etc. Das soll alles in einem eigenen Controller laufen. Und dazu bauen wir uns jetzt erstmal eine neue Klasse. Das nennen wir jetzt HUD-Control. Und das soll jetzt erstmal Extends Abstract Control, das haben wir schon mal gesehen, bei unserem Custom Control und Implements Savable und Clonable. So, jetzt wollen wir erstmal den ganzen Kram importieren. Implement all abstract methods. So. Control Update werden wir später ergänzen. Und hier not used yet. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen diesen leeren Konstruktor, wie er uns von den JMonkey Engine Jungs vorgeschrieben wird. Public Hard Control. Zap, zap. So. Dann brauchen wir den normalen Konstruktor und eine Methode, die taufen wir die mal init hat private void init. HUD. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir hier alles machen wollen. Wir wollen Text anzeigen. Wenn wir Text anzeigen wollen, dann brauchen wir eine Instanzvariable, die uns die ganzen Elemente für unseren Text darstellt. Das ist einmal private bitmap text. Setzen wir erstmal auf 0. Das wird notwendig sein, damit wir überhaupt was auf dem Bildschirm zaubern können. Und dann brauchen wir einen Font. Bitmap Font. Das ist der sogenannte GUI Font. Den kriegen wir von außen geliefert. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen die GUI Node. Weil dort werden wir dann unseren Text einhängen. Die GUI-Node ist im Prinzip ähnlich wie die Root-Node, aber eben für das eigentliche GUI, sprich dort können wir unsere Head-Up-Display dann direkt platzieren. So, für den Font, den müssen wir jetzt erstmal holen. Das GUI-Font ist gleich Asset Manager. So, den haben wir jetzt auch nicht, also müssen wir uns drum kümmern. Private Asset Manager Asset Manager ist gleich null. Die Belegung der ganzen Instanzvariablen werden wir dann im Konstruktor übernehmen. So. Asset Manager Load Font. So, der Font ist unter Interface Fonts und dann Default.fnt müsste es sein. Werden wir dann gleich sehen, ob das hinhaut. So, dann haben wir diesen Font geladen. Jetzt müssen wir da einen entsprechenden Bitmap-Text draus machen. Either this, this.
Jetzt brauchen wir Set Size. Die Size machen wir jetzt normiert. GUI Font machen wir es? Get Char Set und dann holen wir uns hier die Größe. Setzen es mal auf 0,8. Das müsste soweit hinhauen. So. Da motzt er jetzt, weil wir brauchen, glaube ich, ein Int. Found double float. Nee, passt schon. Gut. Hier setzen wir jetzt den Size einfach auf. Wir machen ihn einfach ein bisschen kleiner. Egal wie groß jetzt der Bildschirm wird, der Text wird identisch von der Größe her sein. Das ist für den Development Wert eigentlich okay. Das können wir den ganzen textmäßig angezeigten HUD-Display, das werden wir früher oder später sowieso rausschmeißen und gegen Grafiken ersetzen. Aber wie gesagt, fürs Development ist das jetzt erstmal die einfachste Art und Weise. Dann hier Set Color brauchen wir noch. Das ist Color RGBA.black. Was brauchen wir noch alles? Wir initialisieren den Text. Set Text mit einem Leerstring. Und dann platzieren wir den auch. Display Bitmap Set Local Translation. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns wieder den Font Get Char Set und holen uns da Get Rendered Size. Das heißt, der Abstand von links. Den machen wir jetzt auf den Wert. Das heißt, wir haben einen Größenwert durch 4, dass wir einigermaßen, also ein bisschen von links eben Abstand haben vom Rand. Dann holen wir uns die Höhe, dass wir nach oben nicht verschwinden. Also wieder das halt. Genau. Für die Höhe brauchen wir die Höhe unseres Screens und da brauchen wir die sogenannten Settings. Die haben wir auch noch nicht. Schauen wir mal. Private. Das müssten sein die. Jetzt muss ich nachdenken. App Settings. Die holen wir uns dann später auch aus dem Konstruktor. So, Settings, Get, Height und Z ist 0, wir sind ja im zweidimensionalen Raum. So, dann this GUI-Node, attach child und da holen wir this Display Bitmap Text. So, wir haben jetzt somit ein Textelement geschaffen und haben dieses Textelement an die GUI-Node drangehängt. Das ist soweit jetzt erstmal nicht schlecht. Dann brauchen wir eine Methode, um diesen Display-String zu setzen. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ich hole mir die Informationen, die ich dann wirklich anzeigen möchte. Also public void set, das ist unser Development Display String. Die Information, da machen wir jetzt folgendes: private String. Das Ding nennen wir jetzt, wie nennen wir das? Display String, oder? Ja. Def Display String ist gleich leer. So, den brauchen wir jetzt nochmal.
Und hier kümmern wir uns nochmal drum. Und zwar, halt, hier schreiben wir jetzt Flight Info rein. Und jetzt erweitern wir das Ding. Plus ist gleich Zeilenumbruch. Und jetzt holen wir uns mal was aus unserem Spatial raus. Also plus Klammer auf Plane Basic Control. So, dann Spatial Get Control und die Klasse ist Plane Basic Control. Punkt Class, hoppla, ohne Anführungsstriche. So, und jetzt hätte ich gerne, machen wir mal die Altitude, das wäre die Höhe. Ne, fangen wir mal mit Speed an. Speed, und das wäre Speed in Z. So, das wäre das. Als nächstes brauchen wir in der Control Update noch die Möglichkeit, dass der Development String abgedatet wird, also this set development display string und this display bitmap text set text this development display string. So, das heißt, es wird zyklisch der neue String aufgebaut, die Informationen holen wir uns aus dem Plain Basic Control raus und zyklisch wird dieser Control Update gemacht. Gut, was wir jetzt noch brauchen, wir müssen uns noch um diese ganzen Instanzvariablen kümmern, die haben wir noch nicht erzeugt, machen wir noch schnell, this new bitmap text, was braucht man, this, den GUI-Font und false, das ist die Schreibrichtung. Dann, was brauchen wir noch? Bitmap-Font, das kriegen wir. Wir brauchen einen neuen Konstruktor. Public HUD Control. Hier brauchen wir den Bitmap-Font. So. Hoppla. Steuerung C, nicht C. So. Dann brauchen wir die GUI-Node. Den Asset Manager hätten wir gerne. Und die App Settings. So. Also, this. Was haben wir zuerst? GUI-Font. Font ist gleich, hoppla, das machen wir mal klein, ne? GUI-Node. Sonst sieht es hässlich aus. Da muss er noch sein. So. GUI-Node ist gleich GUI-Node. Dann this Asset Manager ist gleich Asset Manager. This App. Hoppla. So, dann das init hat. Wunderbar. So, dann dürfen wir noch eine Sache nicht vergessen. Den Clone. Jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, dass ich da nichts vergesse. Clone for Spatial heißt das Ding. Also, add override public control clone for spatial spatial the z
So, dann haben wir Final HUD Control New HUD Control. Und zwar brauchen wir die ganzen Kameraden hier. So. So, das heißt, wir haben hier auch die entsprechenden die entsprechenden Werte für die Instanzvariablen sauber übernommen. Und dann Control Set Spatial. The Spatial und Return Control. So. Dann brauchen wir noch Spatial und Control. So, das heißt, das Klonen funktioniert jetzt. Und dann müsste eigentlich alles soweit okay sein. Schauen wir mal, wir müssen jetzt noch in die Main-Methode und das Ding dann noch sauber reinpacken. Halt nicht Terrain, init my plane. Wer soll die HUD zeigen? Natürlich mein Plane. Also hat this my plane. Plane node add control new. Und jetzt machen wir wieder Folgendes. Nachdem ich den Namen schon so schön eindeutig hatte, und zwar passend zu den Instanzvariablen der Main-Methode, kann ich die hier einfach eintragen. Ja, kann ich. Hat control. Dann this my plane. Plane halt, machen wir es ganz einfach so. Die brauche ich noch mal. Und ich suche mir hier die HUD Control drauf und setze das Ding auf Enabled. So, das heißt, ich habe jetzt an mein Flugzeug diesen HUD Control drangehängt und in diesem HUD Control hole ich mir jetzt zyklisch aus meinem Spatial Speed in Z. So. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Fullscreen braucht man nicht. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, P. Und wir sehen hier oben links, läuft jetzt meine Geschwindigkeit, Speed. Sieht noch ein bisschen hässlich aus. Das ist in Float. Das heißt, wir können jetzt hier noch hübsch was machen. Und zwar machen wir einfach Folgendes. Klammer auf. Int Klammer zu. Na, hoffen wir mal, dass es hinhaut. Müsste eigentlich. Gut, was ich jetzt dann noch implementiere, halt ein bisschen Gas geben müssen wir noch. Und da sehen wir, das Ding fliegt. So, eine weitere wichtige Info, die packen wir jetzt hier auch noch gleich mit rein. Und zwar hätte ich gerne in der Plane Basic Control eine Information über. Wo sind wir? Hier. Informationen über die Höhe über Grund. Das bauen wir noch schnell rein. Und zwar, was wir brauchen, ist, wir brauchen erstmal Private Vector 2f. Nennen wir das Ding mal Plane Pos on Map ist gleich New Vector 2f. So. Den holen wir uns nochmal rein. Das Ding ist jetzt nichts anderes wie meine Position auf einer Landkarte und die ist natürlich zweidimensional. Dann brauchen wir noch eine weitere Variable. Das machen wir public.
Float und nennen das, können wir das nennen, height over ground ist gleich 0. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Methode mal geschrieben, die heißt Calculate Helper Values. Und genau da packt man das jetzt rein. This, wie haben wir es genannt? Plain Pos on Map. Punkt x ist gleich this. Plain Position, da sind wir, Punkt X und Plain Pos on Map Y ist Z. Bisschen doof, aber ich habe hier nur XY und unsere Y-Position auf dem dreidimensionalen Raum ist Z. Ja, gut, jetzt haben wir die Werte übernommen und jetzt können wir theoretisch unsere Position berechnen. Dazu brauche ich aber mein Terrain. Dieses Terrain, das müsste ich hier haben. Schauen wir nochmal. Terrain. Genau dieses Ding bauen wir uns jetzt in die halt in die Plane Basic Control auch ein. Hängen wir hier noch mit dran. Wie gesagt, ich werde das dann alles nochmal kommentieren und nach zu Google Maps hochladen. So, Plain Basic Control, wo bist du? Da ist er. Terrain. Terrain Quad war das, ne? So. Das ist unsere Information über das Terrain. Über die ganzen Klongeschichten werde ich mich dann später nochmal kümmern. Das seht ihr dann im Code in Google Maps. Da werde ich diese Clone for Spatial Methode noch ein bisschen aufblasen. Das spare ich mir hier bei den Videos. Terrain ist gleich Terrain. Das heißt, ich habe den Wert jetzt übernommen. Und ich kann jetzt Folgendes tun. Den müssen wir natürlich auch noch aufblasen. Das Terrain. So. Na, hörst du auf, rot zu werden? So. Plain Basic. Und zwar Calculate Helper Values. Ich kann jetzt Folgendes tun. Ich kann jetzt folgende Rechnung machen. Plain Position Y. Minus, machen wir das davor, dass es einheitlich ist. Hoppla. So dicke Finger heute. Und jetzt ziehe ich Folgendes ab. Terrain. Und jetzt get height. Und hier hole ich jetzt diesen Plane on Map Vektor rein. Und der gibt mir jetzt tatsächlich die Höhe über Grund. Und das ist automatisch die Höhe über Grund. So, das ist jetzt die Höhe über Grund, die ich berechnet habe. Und jetzt kann ich im HUD-Control unter setDisplayString machen wir jetzt einfach Folgendes. Das kopieren wir jetzt, sagen Alt. Und hier hole ich mir jetzt nicht Speed, sondern Height over ground. So, warum modzt der jetzt? Escape Character N habe ich gelöscht. Gut, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Hoppla, Null Pointer Exception. Das habe ich vergessen. Ich muss natürlich jetzt bei meiner Aufrufreihenfolge gucken, dass ich mich hier nicht verhasple. Also simple init app. Also ich habe zuerst bei Plain
Plane und dann Terrain, das macht natürlich keinen Sinn. Ich muss zuerst das Terrain und dann die Plane. Weil innerhalb der Plane greife ich jetzt auf das Terrain zu. Probieren wir es nochmal. So, P und wir sehen, unsere Höhe läuft tatsächlich mit. Wir sind jetzt bei 100, was auch immer, die Einheit, das werden wir dann später noch nochmal klar ziehen. Aber das ist für uns jetzt für das Development ja egal. Ich sehe jetzt, ja, jetzt, normalerweise müsste ich jetzt, schauen wir mal, wir sehen, ich bin jetzt bei Alt 1 und wupp, bin ich drunter und da bin ich drüber. Also, funktioniert. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Möglichkeit, uns relativ einfach in unseren Bildschirm irgendwelche Testwerte reinzuhängen, indem wir einfach in dem Plane Basic Control uns Werte reinsetzen, Public-Werte und die dann in unserer HUD-Control-Methode SetDevDisplayString rausholen und einfach an den String dranhauen. So, so viel zum Display. Und ja, ich habe noch nicht ganz entschieden, was ich zum nächsten machen werde. Das werden wir noch sehen, aber lasst euch einfach überraschen. Und dann, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.